Heute werden wir uns mal einige krasse Infos anschauen. Vergesst aber nicht, wie gewohnt, davor zu liken und zu abonnieren. Danke für euren Support. Mal schauen, ob ich das Ganze hier überhaupt schaffen werde, denn es gab ja heute zwei neue Aufgaben, dass wir irgendwie den Brezel-Effekt erhalten sollen und mit Chrompunk tanzen sollen. Der NPC, der scheint noch da zu sein. Ihr müsst es hier unten machen. Ich denke mal, viele von euch haben die Aufgabe eh schon gemacht, aber ich will sie mal für mich machen, damit das Ganze auch endlich mal freischaltbar ist, also der Gleiter für mich freischaltbar ist. So, einmal hier tanzen. Bitte nicht killen, Bro. Bitte nicht killen. Bitte nicht killen. Bitte nicht killen. Und einmal den Brezel-Effekt. Ey, nein, ey. Oh mein Gott. Aber dort könnt ihr diese Brezeln kaufen, einfach essen und dann habt ihr auch diesen Effekt. War ein bisschen unnötig, dass er mich gekillt hat, aber egal. Das Ziel war es eh nur, mir den gratis Gleiter abzustauben, denn gleich schauen wir uns mächtige Shop-Leaks an. Okay, hallo. Gleiter, bitte kriege ich ihn. Auch gerne mal kommentieren, ob ihr den Gleiter schon habt oder nicht. Würde mich mal interessieren. Ich denke mal, viele von euch werden ihn schon haben. Der Gleiter ist irgendwie nice. Ist irgendwie cool. Einmal einfordern. Sehr, sehr nice. Schauen wir uns mal die ganzen Shop-Leaks an, denn wir bekommen sogar morgen wieder was Neues. Ihr wisst es ja, aktuell haut Epic Games richtig raus. Das hier kam heute neu rein. Perfekt für Schwitzer. Also, falls ihr sehr viel geschwitzt habt in Fortnite, dann könnt ihr das Emote benutzen und danach weiter schwitzen. Sehr, sehr nice Emote. Und morgen sollen wir Black Adam in Fortnite reinbekommen. Ich mache mal ganz kurz die Facecam weg. Den Skin hatten wir uns schon zweimal angeschaut gehabt in dem Video. Ist ganz nice, aber das Beste vom Skin ist für mich das Emote. Falls man das Ganze einzeln kaufen kann, wäre für mich auf jeden Fall das Emote interessant. Die Spitzhacke und eventuell das Backpack. Aber ich glaube nicht, dass man das Backpack einzeln kaufen kann. Aber Emote und Spitzhacke wären schon ganz, ganz nice. Und jetzt kommen wir zu etwas ultra heftigen, interessanten. Denn wir haben für diese ganzen Pakete Skins Shop-Leaks tatsächlich. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Also, Ash Williams soll am 23. Oktober in den Shop kommen. Denkt aber immer daran, wenn die Leaker was posten, ist es für uns immer einen Tag später. Das heißt 24, 26, 28, 29, 30, 31, 1. November. So müsste das Ganze für uns sein. Kann natürlich trotzdem sein, dass es trotzdem für uns am 23. ist, was aber eigentlich nie der Fall ist. Deswegen geht immer davon aus, dass es für uns einen Tag später sein wird. Also schauen wir uns alles mal genau an. Also am 24. Oktober bekommen wir hier den Skin oben links. Ich mache mal dabei kurz die Facecam weg. Also dieses Bundle hier, was sehr, sehr nice ist. Ich hoffe, dass man sich das Emote einzeln kaufen kann und diese Spitzhacke hier. Dann wäre es für mich auch interessant. Skin so an sich fühle ich nicht. Nächster Skin wäre einmal hier am 26. Oktober. Das ist das Echtgeld-Bundle mit 1000 V-Bucks, Backpack, Spitzhacken und dem Skin. Sehr, sehr nicer Skin. Nächster Skin kommt für uns am 28. Oktober raus. Wäre einmal hier dieser Skelett-Skin. Spitzhacke, Backpack. Finde ich, geht so. Geht so. Ist jetzt nicht so meins. Dann am 29. kommt ganz genau dieser Skin hier unten raus. Das soll der hier sein. Das ist ein großes Bundle. Das ist ein echt großes Bundle. Skin, Emote, Spitzhacke, Lackierung, Backpack, zwei Ladebildschirme. Ist schon sehr riesig, aber für mich eher uninteressant. Dann haben wir hier am 30. Oktober dieses Bundle hier, was sehr, sehr viel Auge macht. Da fühle ich halt nur den Skin. Der Rest ist so, naja, naja. Am 31. Oktober sollen wir hier diesen Skelett-Kürbiskopf reinbekommen, der wirklich gar nicht mal so schlecht ist. Ist zwar nur ein Kürbiskopf, aber irgendwie finde ich den nice. Kaufen werde ich ihn mir wahrscheinlich nicht, weil der gratis Chrompunk-Skin sieht da gefühlt genauso aus und ist halt gratis. Letzter Shop-Leak für uns am 1. November sollen wir dieses Bundle hier unten links reinbekommen in den Shop mit Backpack, Spitzhacke, Skin. Skin erinnert mich an irgendeine Serie, an irgendeine Kinderserie, die mal vor 10, 15 Jahren lief. Falls ihr wisst, wie das heißt, dann gerne mal kommentieren. Das sind jetzt hier die ganzen Shop-Leaks. Ich muss sagen, sehr, sehr heftige Leaks und wir haben wirklich 8 Shop-Leaks. 3, 6, 7 und das ist der 8. Shop-Leak. Ich glaube, sowas gab es schon lange nicht mehr. Falls ihr irgendwas euch kaufen solltet im Shop, dann gerne meinen CC im Fortnite-Shop benutzen. Kuss geht auf jeden Fall raus und es war es dann auch hier schon mit den kurzen, knackigen Infos.